Wer kennt's nicht, gerade auch lecker gegessen und jetzt beim Aufräumen muss er natürlich irgendwann hier ja, den Tisch abwischen und darauf hat wirklich überhaupt keiner Bock. So, und dann steht man da und wischt wie so ein Höhlenmensch. Und der Esstisch muss nach dem Essen natürlich auch noch abgewischt werden. Und zwar jeden einzelnen Tag und auch noch mehrmals. Und dann sitzt man hier an seinem Schreibtisch und stellt fest, der muss ja auch mal wieder gewischt werden. Und das Problem, das lösen wir jetzt in diesem Video ein für alle Mal. Also für Böden ist das Problem ja schon gelöst, es gibt ja Saug- und Wischroboter. Aber noch nicht für Tische und das will ich jetzt ändern. Und deswegen machen wir jetzt einen Roboter, der hier einfach von alleine den Tisch wischt. Esstisch, Küchenplatte, Schreibtisch, alles mögliche. Und idealerweise chillt er dann einfach so auf dem Tisch, wenn man isst. Und wenn man fertig ist, dann macht er es einfach sauber. Dafür muss der Tischwischroboter, den ich jetzt in CAD designen werde, vor allem eins sein, klein, weil er sonst ja zu viel Platz am Tisch wegnimmt. Also wir fangen mal an mit dem Rad. Ein Rad scheint ziemlich wichtig. Dann brauchen wir einen Motor, der Motor treibt es an, über so eine kleine Gangschaltung, dann gibt es noch eine Achse und der gute Motor, der wird natürlich auch noch gehalten von so einem Plastikkonstrukt. Das sieht dann so aus. Ja, vorteilhaft sind immer auf jeden Fall zwei Räder. Das ist definitiv praktisch. Die sind dann so angeordnet. Und dann kann der kleine Roboter so rumcruisen. Vielleicht noch eine kleine Plattform, wo er dann draufsteht. Damit der Roboter noch fahren kann, braucht sie noch Elektronik. Und Pascal hat hier dafür drei Infrarotsensoren reingeworfen. Natürlich eine Batterie, ist klar. So einen guten Buck-Konverter, der die Spannung regelt. Und dann hier noch so eine dicke Platine, wo auch so ein Ultraschallsensor drauf sitzt. Okay, jetzt haben wir diese Base hier gemacht. Und auf diese Base muss jetzt diese ganze Elektronik drauf. Also das hier würde ich jetzt einmal mal komplett umdrehen. 180 Grad. Und dann so hinschieben. Sieht schon richtig süß aus. Die beiden Augen. Cute. Der Sensor hier, den packe ich noch nach vorne direkt. Zack. So, genau. Und er erkennt dann quasi später, dass er nicht gegen die Wand fährt. Das heißt, das wilde Ding hier kommt nach unten. Das kommt da oben drauf und als Deckel dann er hier. Ich finde, der sieht jetzt schon ziemlich cute aus, um ehrlich zu sein. Fehlt noch die ganze Elektronik und die hat hier Pascal schon einmal vorbereitet. Ich baue das jetzt alles zusammen und steuere das dann gleich mit dem Controller hier. Aber zuerst sehen wir, wie Pascal das alles hier gezaubert hat. Damit das Teil später wie geplant autonom über unsere Schreibtische flitzt, habe ich mal wieder ein bisschen was rausgesucht. Das ist einmal hier ein wunderschöner Akku, damit der ganze Spaß später auch Strom hat. Dann kommen die Antriebsmotoren dazu, der Motor für den Wischmopp, Motorcontroller, Infrarotsensoren, die erkennen zum Beispiel, wo die Tischkante ist. Sobald die Dinger nämlich über der Tischkante sind, lösen die aus. Und dazu gibt es dann noch oben drauf einen Ultraschallsensor, der erkennt, was vor ihm ist. Bedeutet, wenn er jetzt eine Wand kommt und so. Und das ganze Gehirn von dem Ding ist mal wieder ein Arduino. Und das wird jetzt alles hier auf diese wunderschöne Platine verlötet. Noch mehr Arbeit, als so einen Tisch zu wischen, ist es, den kompletten Boden zu wischen und zu saugen. Aber die Arbeit nimmt euch Narwhal, der Sponsor des heutigen Videos, ab, weil moderne Staubsaugroboter mittlerweile richtig gut sind. Der Freo X Ultra hat mehr Sensoren als übliche Saugroboter und fährt deswegen nicht einfach irgendwo in Kabel rein, sondern weicht Objekten einfach aus und saugt dabei super nah drum rum und kommt an schwere Stellen ran. Der Gute kann übrigens saugen und wischen. Wasser tauschen, Wischmopp reinigen und trocknen sowie Putzmittel nachfüllen geht dabei in der Station automatisch. Und das mit dem Saugbeutel ist richtig gut, weil man sich selber entscheiden kann, ob man einen Beutel nutzen will, den man erst nach bis zu 7 Wochen wechseln muss oder ob man lieber, wie ich, mit dem Einsatz hier Beutel lossaugen möchte. Das Wischen funktioniert tatsächlich richtig gut, weil sich die Wischmops erstens drehen und dabei zweitens mit ca. 1,2 Kilo fest auf den Boden gedrückt werden, damit auch harte Sachen weggehen. Und wenn dann doch mal ein Fleck beim ersten Mal drüber wischen nicht ganz weggeht, wird das mit KI-Technologie erkannt und er fährt dann einfach nochmal drüber, bis wirklich alles sauber ist. Ich kann hier in der App zum Beispiel einfach antippen, dass er nochmal die Küche schnell sauber machen soll, bevor gleich die Gäste kommen, oder wenn hier draußen ein Fleck ist, kann man den per App auch einfach dahin schicken. Man kann sogar einstellen, dass er alle 2 Tage automatisch wischt, wenn man auf der Arbeit ist oder im Bett liegt. Ja, und wir schauen jetzt weiter, dass auch bald meine Schreib- und Esstische automatisch gewischt werden. Und diese ganze Elektronik testet Pascal jetzt auf einem Prototyp-Fahrgestell. Die Fernbedienungen des Fahrgestells sind jetzt in der Theorie soweit, dass sie funktionieren. Wie es gleich in der Praxis ausschaut, das sehen wir jetzt gleich, wenn ich hier den Code drauflade. Und jetzt laden wir den Code mal hoch und gucken, was passiert. Okay, ausstecken. Das Ding macht immer Panik. Es gibt doch nie einen Moment, dass das mal so entspannt losfahren würde beim ersten Versuch. Ja, okay, so richtig fahren tut das Ding noch nicht. Aber es konnte sich schon fernsteuern lassen. Also ich glaube, das war nicht zufällig, sondern es waren wirklich die Inputs von der Fernsteuerung. Guck. Ich kann es fernsteuern. Ja,
Vor und zurück schon. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Arbeit, aber sobald das Ding gescheit fährt, dann zeige ich es nochmal. Das Ding sieht auf jeden Fall super professionell aus. Es tut aber auf jeden Fall, was es soll. Jetzt gucken wir mal, wie schnell das Teil hier fahren kann mit der richtigen Batterie. Okay, das Ding geht schon gut, Alter. Und genau nach dieser Vorlage hier, die wir vorher konstruiert haben, bauen wir den jetzt zusammen. Erstmal er hier und dann kommen die Elektroniksachen da langsam aber sicher rein. Den Motor klicke ich jetzt erstmal hier rein und da ist er jetzt auch sicher aufbewahrt. So, jetzt kommt hier das Rad rein. Zack, hier kommt das zweite Rad rein. Die Motoren mache ich dann professionell mit Kabelbinder fest. So, der wird abgeknipst. So, jetzt kommt langsam er hier ins Spiel. Da, wo jetzt die Dinger noch ran müssen. Dann verschraube ich mal hier das Gehäuse. So, hier unten kommt jetzt noch dieser Wischteller hier drauf gesteckt. Und der kann sich dann später hier so drehen. Und dadurch, dass die schwere Batterie hinten ist, kippt der auch immer nach hinten auf diesen Wischteller. Ja, Mann. Und Deckel drauf. Ich habe jetzt hier den wildesten Controller überhaupt. Oh! Voll geil. Alter, ist der flott. Alter, damit werde ich jetzt so einen Race machen. Ja, der räumt hier schon auf. Naja, also um Kollisionsvermeidung kümmern wir uns später. Und auch um das autonome Fahren, dass der auch ohne manuell gesteuert zu werden hier so ein bisschen rumdüsen kann. Jetzt kommt es erstmal darum, dass er tatsächlich wischt mit dem Ding. Ich habe hier den Wischteller nochmal abgemacht. Da kleben wir jetzt einen Klettverschluss drauf. Auf den Drehteller mache ich jetzt ein bisschen Sekundenkleber drauf. Und klebe da einen Klettverschluss drauf. Alter, wird das warm. Holy sh. Hier kommt die zweite Hälfte. Und den Überschuss hier, den schneide ich jetzt noch eben ab. Hier sitzt also erstmal ein Klettverschluss drauf. Und das Coole daran ist, dass da dieses Mikrofasertuch hier so richtig gut drauf haftet. Darum schneide ich das jetzt auch mal zu. Und jetzt habe ich so ein richtig geiles Wischpad und kann mir quasi dieses Ding hier unten einfach wegziehen, wenn ich es sauber machen kann. Oder soll, oder will. Weil ich muss dafür noch die Ränder wegkokeln. Weil sonst franzt der hier so richtig hart aus. Er ist richtig satisfying eigentlich. Darf nur nicht zu viel machen. Jo, und fertig ist das Wischpad. Und das kommt jetzt wieder an den Tischwischroboter dran. So, hier sind jetzt zwei typische Wasserflecken, die man halt einfach so üblicherweise hat. Und ich versuche die jetzt mal wegzuwischen. Und? Oha. Er fährt drüber und er wischt das weg. Ich weiß nicht, ob ihr die Spur hier seht. Aber er zieht auf jeden Fall eine heftige Wischspur hinter sich her. Geil. Den hier so zu steuern ist zwar ziemlich geil, aber ich will natürlich nicht immer den rumfahren. Deswegen gibt es den Autopilot-Modus. Das ist so geil, wie der einfach ausweicht. Alter, der funktioniert richtig gut. Deutlich ausgereifter und tatsächlich auf dem Markt ist der Narwhal Freo X Ultra, der euch das Wischen und Saugen komplett abnimmt. Der ist nicht nur smart, hat mit 8200 Pascal eine heftige Saugleistung und 3 Stunden Akkulaufzeit. Nein, der gute Freo X Ultra ist auch immun gegen verhedderte Haare und damit für Haustiere geeignet, weil die Schwebebürste da drin die Haare durch ihre Form einfach von selber abstreift. Wenn ihr also keine Lust mehr habt, selber zu wischen und zu saugen, könnt ihr euch in der Videobeschreibung bis zum 20.03. für 10 Euro einen 240-Euro-Gutschein sichern, den ihr dann zwischen dem 21.03. und 27.03. einlösen können. Ich hoffe, unser kleiner süßer Tischwischroboter hat euch gefallen und ich bin damit raus. Macht's gut!